Hallo zusammen, heute geht's um diesen Solarregler. Oder ich habe ihn hier im Katalog drin. Den Katalog, den verlinke ich euch unten drin. Und dieser MPT Solarregler gehört an die Batterie angeschlossen. Wir haben zwei Stück. Der eine hat eben diese Ringösen mit einer Sicherung. Also wenn irgendwas passiert, habe ich hier eine Schmelzsicherung drin. 30 Ampere. Und dieser Regler muss an die Batterie, weil er ja die Spannung bei der Batterie messen muss. Also da sehe ich teilweise Wohnmobile, die haben in der Heckgarage die Batterie, den Regler irgendwo vorne bei der Fahrerkabine und dann die Solarzellen auf dem Dach. Dieser Regler kann ja die Batteriespannung nicht messen und dann haben sie noch irgendwie ein Quadratkabel verlegt. Das funktioniert nicht. Ihr habt zwar dann eine super Solaranlage drauf, aber kein Ertrag. Ich kann natürlich statt einem MPPT-Regler, also Maximum Powerpoint Tracking-Regler, auch einen billigen PWM-Regler nehmen. Beim PWM-Regler, da wird das Signal einfach abgeschnitten und ich habe zwischen 20 und 30% weniger Leistung. Die einen sagen nur 10% bei optimaler Sonne. Ich habe aber nie eine optimale Sonne. Ich habe nie eine optimale Ausrichtung. Und von dem her bringe ich beim MPPT-Regler einfach das Optimale aus der Solarzelle raus. Und wir empfehlen auch zwei, zum Beispiel 100 Watt Panel in Serie zu schalten. Weil so ein Panel, jetzt ein 100 Watt hier, das hat eine Leerlaufspannung von 21,6 Volt. Wenn ich wirklich Leerlauf habe, habe ich dann 44 Volt und der Regler ist ausgelegt für 50. Also auf zwei Panel abgestimmt. Der Regler ist ausgelegt für maximum 300 Watt. Wir bei uns empfehlen 250, 260 Watt, weil der Regler ist ja, der nimmt die Spannung, der Strom am Eingang, habe ich schon ein Muster gemacht, der Eingangsstrom, wenn ich also den Strom hier am Eingang messe, und der hat dann 40 Volt. Und hier beim Ausgang habe ich dann 14 Volt, 13,5 Volt, die Batteriespannung. Dann habe ich auf dem Ausgang mehr Strom wieder am Eingang. Wenn ich das dann mit so einem Zangenampermeter misse, und ich misse hier beim Eingang und beim Ausgang, dann hat ein MPPT-Regler beim Ausgang den höheren Strom. Und durch die Umwandlerei entsteht zwar ein bisschen Abwärme, der Regler wird wärmer während Betrieb. Ein PWM-Regler, der schaltet einfach ab und der hat am Eingang immer die gleiche Spannung wie am Ausgang oder höher, wenn er abregelt, aber wir haben keine Stromverstärkung. Also da heißt, wir kommen rein mit 10 Ampere und raus auch mit 10 Ampere. Hier kann es sein, dass wir mit 10 Ampere reinkommen und mit über 20 Ampere raus. Dieser Regler ist aufgelegt für 25 Ampere Maximalstrom. Mit dem die Sicherung hier dran, fest verbaut von 30 Ampere. Jetzt habe ich in diesem Broschüre drin, könnt ihr downloaden, hier zum Beispiel zwei Regler drin, also zwei Sets, also vier Panels, zwei Strings oder zwei Gruppen mit zwei Reglern. Warum? Ich könnte jetzt statt dem Maximum 25 Ampere hier Regler, könnte ich ja auch ein 50 Ampere Regler nehmen. Der kostet jetzt hier 80 Schweizer Franken oder Euro. Wenn ihr ein Panel dazu nehmt, sind die Kabel noch gratis dabei. Warum zwei Regler und nicht ein größer? Ich habe keinen größeren. Ich habe hier so einen Victron-Regler, habe ich schon aufgepackt, habe ich schon zwei, dreimal genommen.
Dieser macht 15 Ampere, aber kostet dann 130 Schweizer Franken oder noch mehr, je nachdem, wo ihr die kauft. Wenn ich aber einen 50 Ampere Regler kaufe und ich suche den statt zwei Regler für 60 Ampere, ich nehme zwei Regler, die kosten statt 80, kosten sie dann 160. Und für 160 Franken finde ich meistens keinen vernünftigen Regler, der 160 Franken 50 Ampere kann. Zweitens kommt dazu, wenn ich diese Platten, zum Beispiel, wir haben immer das Problem, wir haben nicht ganz die gleiche Ausrichtung. Wir müssten pro Regler alle Platten die gleiche Ausrichtung haben. Wenn ich aber zwei Strings habe, zwei Regler, kann ich die Platten auch auf dem Hausdach, wenn ich so ein Hausdach habe, kann ich auf der Seite montieren, auf der Seite montieren, zwei. Durch das habe ich eine andere Einwirkung. Dann lädt der eine am Morgen ein bisschen mehr und der andere am Abend ein bisschen mehr. Aber die Platten müssen genau die gleichen sein und zwei Platten in die gleiche Richtung zu montieren, beim Schreppergarten oder im Wohnwagen oder im Wohnmobil, ist in der Regel ohne Probleme möglich. Wenn ich auch die zwei Regler miteinander verbinde, sie regeln unabhängig, bis die Batterie voll ist. Also das heißt, die beeinflussen sich nicht, bedingt natürlich, dass ich eben kurze Kabel habe bis zur Batterie. Warum hat dieser Regler keine Anzeigen? Also das heißt, ich habe hier bei diesem Regler auch kaum was von Victron. Ich habe aber Regler, die haben Anzeigen bis zum Gehen nicht mehr. Nur, wenn ich heute eine Lithium-Batterie nehme, so eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie nehme, mehr, was anderes hat man heute bald nicht mehr. Ist auch kaufmännisch gerechnet, obwohl die richtig Knete kostet. Hier habe ich eine App drauf. Ja, kann ich übers Handy schauen, was kommt da rein. Also das heißt, bei dem Regler sehe ich nicht, was kommt, aber ich sehe auf der Batterie, was kommt. Im schlimmsten Fall habe ich einen Zangenampermeter. Dann gibt es Leute, die rufen mich an und sagen, ja, aber die Batterie zeigt 0,1 Ampere weniger an als der Regler. Der Regler kann nicht stimmen. Kann auch die Batterie nicht stimmen. Denn es ist gar nicht nötig, dass ihr so viele verschiedene Anzeigen habt. Dieser Regler ist auch wasserdicht, komplett unter Wasser tauchbar. Also wenn ihr mal Spritzwasser kriegt oder sonst was, der Regler hält das aus. Also ich teste den Regler jetzt seit 4 Jahren und ich bin begeistert davon. Wir haben keine Ausfälle. Hier unten verlinke ich euch den Katalog und hier oben verlinke ich euch ein Video auf eine einfache Solaranlage für eine Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.